Und der Inhalt des Vortrags umfasst eben das Ministeriumsgebäude in Stuttgart sowie das Haus des Landtages in Stuttgart. Und dann übergebe ich jetzt das Wort an dich. Danke dir. Dann versuche ich das mal mit der Bildschirmfreigabe. So, seht ihr meinen Bildschirm? Höre ich keinen Ja, Ton mehr? perfekt. Ja, okay. So, das, was du gerade beschrieben hast, Noah, trifft natürlich in erster Linie auf den Neubau des Ministeriumsgebäudes in Stuttgart zu. Den letzten Absatz hast du jetzt nicht noch vorgelesen, wo es auch um Bestandsgebäude geht. Das wäre dann das zweite eben, das Haus des Landtags. Aber ich beginne jetzt mal mit dem Ministeriumsgebäude. Das ist ein Blick aus dem mittleren Schlossgarten auf das Ministeriumsgebäude. So, das sind ein Auszug aus den Wettbewerbsplänen, einmal der Lageplan und einmal das Modellfoto. Ich werde dann auch zum Schluss, wenn dann noch Zeit ist, in Google Maps nochmal zeigen, wo sich das in Stuttgart befindet und vor allem auch aus einem Zusammenhang heraus, der wirklich sehr eindrücklich ist, nämlich im Zusammenhang mit der Stuttgart 21 Baustelle. Da kann man ungefähr ermessen, wie gigantisch diese Baustelle ist, obwohl man die Tunnelbauten ja gar nicht sieht, aber allein der Bahnhofsbau. Und dann sieht man, dass eben das Ministeriumsgebäude, was sich an der Willy-Brandt-Straße, das ist eigentlich eine Bundesstraße, eine B2, befindet. Hier ist das ist ein sogenanntes Neckartor, hier oben der Camperplatz. Seht ihr meine Maus? Sieht man die? Ja, die kann man sehen, ja. Okay, hier ist das Hotel Meridian, also eins der teuersten Hotels in Stuttgart. Hier gibt es einen Steg, einen Fußgängersteg über die Willy-Brandt-Straße. Und an dieser Stelle war ein relativ schmales, dreieckig zugeschnittenes Grundstück, was das Wettbewerbsgebiet war. Der Wettbewerb war 2008. Und die Schwierigkeit an der Stelle war tatsächlich die Grundstücksgeometrie zum einen, dann die wahnsinnige Baumasse, die da gefordert war. Also das sind 650 Einzelbüros mit 15 Quadratmeter Größe. Und dann zusätzlich im Kopf des Hauses, so wie wir es entworfen haben, das Lagezentrum der Polizei des Landes Baden-Württemberg und dann natürlich die Ministeriumsbüros und die Verwaltung vom gesamten Ministerium. Also eigentlich kann man sich vorstellen, lauter einzelne Büros, lauter Kämmerchen, über 200 Meter langes Gebäude. Dem eine Gestalt zu geben, die irgendwie auch gestalterisch ansprechend ist, ist nicht so einfach. Der Baukörper, den wir entwickelt haben, sieht man hier unten in dem kleinen Holzmodell, im Prinzip eben dem dreieckigen Grundstück folgend, eine gestaffelte Anordnung von unterschiedlich breiten Segmenten. Und in den nächsten Plänen werde ich, in den Grundrissplänen werde ich erläutern, was diese Segmente genau für eine Funktion haben und wie die gestaltet sind, auch funktional, die funktionalen Anordnungen sind. Nochmal kurz zum Ablauf des Projektes. Also 2008 haben wir auch begonnen mit dem Plan. 2009 war die GU-Vergabe, also das ging relativ schnell. Ist also ein GU-Projekt, ist aber das letzte Projekt des Landes Baden-Württembergs mit einem GU. Das war nämlich die Zeit, wo auch die Regierung gewechselt hat auf Rot-Grün damals. Da hat man dann entschieden, dass das Land Baden-Württemberg keine GU-Projekte mehr durchführt, aufgrund der Erfahrung mit diesem Projekt. Fertiggestellt war es dann 2013. Und die Gesamtbaukosten waren ca. 65 Millionen Euro, wobei da die Tiefgarage nicht gerechnet ist. So, das ist der Erdgeschossgrundriss oben liegend von dem Gebäude. Das Gebäude hat im Prinzip vier Eingänge, wovon
zwei auch wirklich öffentlich sind. Einerseits von der Willy-Brandt-Straße hier oben, das ist eigentlich der Hauptzugang und auch die repräsentative Vorfahrt. Also bei Staatsbesuchen oder dergleichen fährt man hier am Haupteingang vor. Dann ist eben hier das Eingangsfoyer, was öffentlich zugänglich ist. Und genauso kann man eben auf der Parkseite, die aber ein Geschoss tiefer liegt. Also das heißt, das Haus liegt im Prinzip an der Geländekante. Also die Willy-Brandt-Straße liegt ein Geschoss höher als die Parkebene. Das Gelände steigt ja im Weiteren dann auch nach oben hin, jetzt in dem Fall im Plan, an. Also Stuttgart liegt ja in einem Kessel und eben an so einer Kante liegt auch das Gebäude. Und eben auch der untere Eingang ist ein öffentlich zugänglicher Eingang, von dem aus man auch die durchaus auch für die Öffentlichkeit mögliche Nutzung der Kantine sich befindet. Also das heißt, da kann jeder hin und sich da auch ein Essen kaufen. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich genutzt wird, aber ich war da auch öfter essen. Man muss sich da halt eine Karte ziehen, aus dem Automaten Geld reinwerfen, kriegt man eine Karte und damit kann man dann bezahlen. Auf der oberen Ebene gibt es eben nochmal vom Wullesteg her auch nochmal einen separaten Eingang und der dient dazu, auch außerhalb der Schließzeiten des Ministeriums auch den Konferenzbereich zu erschließen. Also der Plan war damals, dass der Konferenzbereich, der sich eben hier befindet, der 600 Sitzplätze hat, aber auch unterteilbar ist in kleinere Räume, eben auch vermietet werden kann für Firmen oder auch andere Verwaltungsbereiche, sodass die separat auch den Konferenzbereich erreichen. Ansonsten ist es so, dass die Sicherheitsbereiche zum einen hier oben für den Kopfbau, das ist die erhöhte Sicherheit, also dort kommen auch nicht alle Mitarbeiter des Ministeriums rein. Und die niedrigere Sicherheitsstufe ist hier die Sicherheitsschleuse. Auf jeden Fall haben wir das Gebäude gegliedert in 5 Segmente und eben den sogenannten Kopfbau. Segment 1 ist eben dieses Foyer, was öffentlich zugänglich ist. Segment 2 ist schon intern mit Sicherheitsstufe. Segment 3, 4 und 5. Und im Inneren unterscheiden sich die Segmente in der Größe des über alle Geschosse reichenden Luftraums. Also die ersten 3 Segmente haben durchgehende Lufträume, an denen entlang dann die Büros erschlossen werden. Das zeige ich jetzt im nächsten Grundriss, sieht man das besser. Und diese Lufträume über alle Geschosse dienen vor allem dazu, dass sich die Mitarbeiter in diesem 200 Meter langen Gebäude auch orientieren können, weil die Flure sind ja endlos, also man kann hier sich zu Tode laufen, und damit die Leute wissen, in welchem Bereich sie sich befinden, gibt es eben diese Atrien über alle Geschosse, was man hier in dem Schnitt auch sieht, die unterschiedlich breit sind, sodass man immer weiß, wo man sich befindet. Und die Atriumsbreiten gehen los beim Segment 1 mit 7,65 Meter, im Segment 2 mit 5,35 Meter und das letzte Atrium ist lediglich 3 Meter breit. Also das ist sehr schmal und es ist ein sehr vertikaler Raum, der eben auch sehr viel Spannung, räumliche Spannung erzeugt. Und was uns da auch noch wichtig war, dass diese Atrien ein Oberlicht haben, dass einfach das natürliche Licht reinfällt. Also dass, wenn man sich in dieser Innenwelt bewegt, dass man den Außenbezug hat. Also dass man halt auch im Inneren weiß, eben ist es noch hell draußen. Das Licht ist eben natürliches Licht, hat eine natürliche Farbe. Und auch die Materialisierung in diesen Räumen orientiert sich eben sehr stark daran, dass eben das Tageslicht da reinfällt. Aber das werde ich dann anhand von Fotos versuchen, noch genauer zu erläutern. Hier im Längsschnitt sieht man auch, wie lang
dieses Gebäude ist. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsmaschine. Dann gibt es eben über die vorderen vier Bereiche Kopfbau und die ersten vier Segmente eine Tiefgarage auch, also für die Mitarbeiter, obwohl man sagen muss, dass das Ministerium, was den öffentlichen Verkehr betrifft, sehr gut angeschlossen ist. Zwei U-Bahn-Stationen erschließen dieses Haus. Also vorne ist, weiß gar nicht, wie die heißt, ist nicht die, die Staatsgalerie, glaube ich, aber hinten noch das Neckartor. Das heißt, es gibt einen hinteren Eingang, da kann ich am Neckartor aussteigen und ins Haus reingehen. Und wenn ich an der Staatsgalerie aussteige, kann ich vorne reingehen. Also ob die Parkplätze, die Tiefgarage wirklich so notwendig war, war ich zu bezweifeln. Aber wichtig ist natürlich, dass dort die Sicherheitsgarage für den Minister ist, der ja immer eben mit dem Auto gefahren wird. Und da gibt es eben in einem Lagefall, wird der da halt reingebracht und unter Sicherheitsvorkehrungen kann der dann da aussteigen. Also das war ein wichtiger Punkt, der da auch zu lösen war. Was man hier auch noch sieht, was ich noch nicht erwähnt habe, der Kopfbau hat kein offenes, kein Atrium, was geschlossen ist, also überdacht ist, sondern hat einen getreppten Außenhof, also der auch begrünt ist, der vor allem auf der Ministeriumsebene auch begehbar ist, also sodass der Minister, wenn der Gäste hat, kann der auch mal draußen auf einer Terrasse sitzen, was natürlich in erster Linie der Repräsentation dient. So, hier sieht man das fertiggestellte Gebäude vom Hotel Meridian mehr oder weniger aus, also was gegenüber liegt, wo man die Staffelung in die einzelnen Segmente sieht und die Gliederung der Bauplastik, um eben im Stadtraum auch eine gewisse Prägnanz und skulpturale Präsenz zu erzeugen, als wenn das jetzt eben eine Gebäudefront wäre. Und hier auf der linken Seite unten sieht man den Eingang am Neckartor, also wo eben auch eine eigene U-Bahn-Haltestelle sich befindet. In den weiteren Bildern wird man immer wieder auch unten links, wenn das so gelblich ist, dann ist es immer, sind es Renderings von uns, also Visualisierungsstudien, die wir im Zuge der Planung erstellt haben, die natürlich auch dazu gedient haben, dem Nutzer und Bauherrn unsere Vorstellungen zu vermitteln. Und oftmals sind die Fotos aus ähnlichen Perspektiven gemacht wie die Renderings. Eben hier, das ist die Vorfahrt und der Haupteingang von der Willy-Brandt-Straßen-Ebene aus. Hierzu muss man sagen, das sieht man dann auch, wenn ich am Schluss die Google Maps 3D-Bilder zeige, dass das aktuell ganz anders aussieht, weil aktuell läuft die Willy-Brandt-Straße hier knirsch am Haus vorbei. Also wir haben da drei verschiedene Bauphasen geplant. Das ist jetzt die erste Phase nach Fertigstellung. Eben die zweite Phase ist mit der Willy-Brandt-Straße direkt am Haus vorbeigehend, weil aktuell der Stadtbahntunnel gebaut wird, der unter der Willy-Brandt-Straße läuft. Und die Phase 3 ist, da wird die Willy-Brandt-Straße in etwa dort laufen, wo jetzt die Fahnenmasten stehen. Und dann wird die Vorfahrt auch mit versenkbaren Pollern sein. Also das sieht man hier im Rendering. Also die Poller, die man hier sieht, die sind provisorisch. Aber das ist Teil des Sicherheitskonzepts. Das kennt ihr bestimmt auch alle bei Gebäuden, die eben eine erhöhte Sicherheit haben, sind überall die Bereiche, die erdgeschossig verglast sind, müssen halt mit Anprallschutz versehen werden, damit man nicht mit einem sprengstoffbeladenen Laster da reinfahren kann. Also das ist, wenn man jetzt den Eingang reingegangen ist, der Blick in das Atrium 1, was öffentlich zugänglich ist. Dort sieht man auch den ersten Teil der Kunst am Bau, die in den drei Atrien realisiert wurden, eben unterschiedliche Ausformungen, Größen und Positionen von riesigen Ringen aus Cortenstahl und Edelstahl poliert. Was man hier auch sieht, ist, wenn man
reingeht ins Gebäude, dass man zumindest hier im Kopfbau durch das Haus durchschauen kann, in den Schlossgarten, in den mittleren Schlossgarten, in dem Fall im Hintergrund die sogenannte Lusthaus-Ruine. Das ist eigentlich ein sehr bedeutendes Gebäude in Stuttgart, weil es ein sehr altes Gebäude ist, was aber nicht an der Stelle gebaut wurde, sondern es wurde transloziert nach dem Krieg. So, hier sieht man das Atrium 1 auch nochmal mit dem riesigen stehenden Ring. Blickrichtung ist in dem Fall Richtung Kopfbau, eben zum Konferenzbereich. Rechts sieht man den Abgang runter zum Parkeingang, also der auch öffentlich ist. Und links sieht man den Windfang, der eben den Eingang von der Willy-Brandt-Straße ausbietet. So, und das ist eine Ecke, die in dem Haus, ich weiß nicht, wie oft auftritt. Das ist eben die Parkseite. Durch die Staffelung der Baukörper, durch diesen sägezahnartigen Anordnung der Segmente ergibt sich immer an den Ecken der Blick aufs Haus, also was noch weiter hinten liegt, aber auch in den Park. Im Eingangsbereich gibt es da eben so eine kleine Lounge, wo man sich hinsetzen kann und quasi wie im Park sitzt. Benachbart sieht man eine Funktion, die interessanterweise auch beinhaltet ist, nämlich ein kleiner Kindergarten. Also dort können die Beschäftigten ihre Kinder parken. Ist auch natürlich nicht schlecht. Ich kenne das sonst von Ministeriums- oder Verwaltungsgebäuden so nicht, aber eben hat man sich auch gewünscht, dass es sowas gibt. Ich meine, bei 650 Mitarbeitern kann man auch mal auf die Idee kommen, das zu machen natürlich. So, hier ist der Blick runter zum Parkeingang und unten dann auf dem unteren Niveau auch der Zugang zum Casino, zur Kantine. Und eben schräg der Blick in den Park. Und links wieder die Visualisierung im Zuge der Planung. Hier die Speisenausgabe, dahinter liegende Großküche. Also das ist wirklich für, ich glaube, 1000 Essen am Tag konzipiert. Also es ist schon eine sehr große Kantine. Und hier sieht man in der blauen Stunde die Kantine. Es war uns relativ wichtig, dass die Kantine halt eben auch auf der Parkebene angeordnet ist und auch vor allem in den Park hinein auch eine warme Atmosphäre hat, weil natürlich dieses Haus mit 200 Meter Länge ist natürlich auch, bietet auch eine gewisse Härte als Übergang vom Park in die Stadt, weil es halt einfach so eine große Barriere darstellt. Und solche Punkte sind natürlich dann schon auch wichtig, um das Haus so ein bisschen zu versöhnen mit dem Park. Hier nochmal die Treppe, die hochführt, die auch für Veranstaltungen, Vorträge und so genutzt werden kann, also mit den Sitzstufen. Und hier der Blick vom Konferenzbereich auf die Treppe. Hier nochmal zurück. So, das ist die Vorzone für den Konferenzbereich. Dort ist die Raumhöhe etwas niedrig und das liegt daran, dass es dort ein Zwischengeschoss gibt, in dem die gesamte Haustechnik für den Kopfbau beinhaltet ist. Und das wiederum aus Sicherheitsgründen konnte das nicht mit den anderen Segmenten verbunden werden. Weil davon, von der Technik wird natürlich auch das Lagezentrum mitversorgt, was ja 24 Stunden und 7 Tage die Woche auch besetzt ist. Und unten die Visualisierung. Hier sieht man den großen Konferenzraum mit dem Blick in den Park. Konstruktiv ist es so, dass über der Decke ist ein Trägerrost, der den Saal überspannt, um ihn schützenfrei zu bekommen. Also darüber ist ein sechsgeschossiges Gebäude. Also das war auch statisch natürlich eine Herausforderung. Die Position hier, wo die Vorhänge davor sind, da ist natürlich eine Stütze und auch im Weiteren.
Aber die Ecke aufzuglasen war uns natürlich total wichtig, weil das natürlich den Raum viel attraktiver macht, wenn der sich so öffnet zum Park. Und natürlich auch umgekehrt von außen, eben dass die Nutzung auch in den Park hineinwirkt, ist natürlich die Öffnung auch wichtig. So, was man hier sieht, ist die Sicherheitskontrolle, die eben die Mitarbeiter, die Vereinzelung, die die Mitarbeiter immer durchschreiten müssen, wenn sie den Sicherheitsbereich betreten, ist für die natürlich immer eine Qual, wenn sie schnell zum Mittagessen wollen und dann Schlange stehen an der Vereinzelung. Aber das Konzept haben natürlich nicht wir entwickelt, sondern der Sicherheitstechnikplaner. So, das ist ein Blick in das Atrium 2, also das Atrium, das 5,35 Meter breit ist, mit dem Ring knapp unter der Decke schwebend. War für uns auch eine tolle Erfahrung, dieser Kunst am Bauwettbewerb, der explizit eben die Atrien bespielen sollte. Und da gab es wirklich auch schöne Vorschläge. Und eben die Mehrheit hat sich dann dafür entschieden, war auch schon ein sehr großer Aufwand, diese Ringe da zu montieren. Hier nochmal von unten geschaut. Und so ist die Situation, wenn man sich im sechsten Obergeschoss, also im fünften Obergeschoss, im sechsten Stock befindet und ins Atrium schaut. Eben wie der Ring da drin liegt, auch relativ dezent unsichtbar befestigt, erzeugt natürlich räumlich schon eine große Spannung. So, hier dasselbe nochmal, ohne den Ring sehen zu können, unten die Visualisierung auch. Und anhand von dem Bild würde ich gerne mal anfangen, das Materialkonzept zu erläutern. Weil man, glaube ich, auch schon ganz gut erkennt, was intendiert war. Also zum einen sieht man auf dem Foto, dass das Licht auf dem Beton auf der Atriumseite, auf der Luftraumseite sehr bläulich ist oder der Beton sehr bläulich wirkt. Das liegt daran, dass es Tag ist und das Tageslicht natürlich relativ kühl ist. Und auf der Flurseite, die Indirektbeleuchtung ist, also aus Kostengründen ist es kein Licht, bei dem man die Lichtfarbe anpassen kann. Aber es ist halt ein Mischlicht, was sowohl bei Tageslicht als auch bei Kunstlicht im Kunstlichtfall funktioniert, also so eine mittlere Warmton. Aber sieht man, dass es eben ein wärmeres Licht ist. Und was eben uns wichtig war, ist, dass die Materialität des Betons, des Sichtbetons, eben in erster Linie nicht an Beton erinnert, sondern eher an Stein. Also so wie man ihn vielleicht in den Bergen findet, irgendwo. Und zwar ist es sandgestrahlter Beton, bei dem wir bei der Ausführung gar keine hohe Anforderung an den Sichtbeton an sich, den ausgeschalten, gestellt haben. Sondern uns war es wichtig, dass beim Sandstrahlen das Korn freigelegt wird, weil das Korn besteht aus gebrochenem Kalkstein, also aus einem hellen Stein. Der Zement ist Hüttenzement, der eben auch eine relativ warmen Farbton hat. Und mit dem freigestrahlten Korn erreicht man eine relativ große Helligkeit für den Beton. Aber das Interessante ist natürlich, indem das Korn ein ungewöhnliches Korn ist. Normalerweise kennt man halt den Kies, der ist halt rundkornig und meistens grau bis beige-weiß, je nachdem, wo er kommt. Und hier ist das Korn halt sehr hell und man erkennt, dass es ein natürlicher Stein ist, ein gebrochener Stein. Und wir fanden das sogar relativ gut, wenn der Beton nicht so gut gelungen ist, wenn es Nester gab und so weiter, weil das umso natürlicher erscheinen hat lassen. Dann im Weiteren das Bodenmaterial, ist ein dunkles Material, in dem Fall geräucherte Eiche, wobei genau genommen ist es keine geräucherte Eiche, sondern eine dunkel geölte Eiche, weil Räuchereiche die Zulassung verloren hatte,
konnte man damals nicht einbauen. Es war wichtig, dass eben die dunkle Bodenfläche durchläuft, überall, wo man sich bewegt. Auch die Büros haben eine dunkle Fläche und die Büros selbst nicht als Wände mit Türen erscheinen, sondern wie Körper, die auf dem Boden stehen, die getrennt werden durch jeweils zwei benachbarte gläserne Türen, die auch noch eben Licht in den Flur bringen, um diese endlosen Verwaltungsflure zu vermeiden, sondern eine Rhythmisierung über Volumen eben erhält, die auf dem Boden stehen. Und vom Ausbaukonzept ist es eh so, dass es prinzipiell ein flexibles Ausbaukonzept ist. Das heißt, tragen tut in dem Haus immer nur die Atriumswand und die Außenwand. Dazwischen kann man die Räume frei anordnen. Und das soll auch das Ausbaubild im Prinzip suggerieren, dass es nur reingestellt ist, also Volumen, Körper, die reingestellt sind. Verkleidet sind die Körper mit zementgebundener Spanplatte. Das ist eigentlich ein Industrieprodukt, eine Bauplatte, ähnlich wie Gipskarton, nur für spezielle Anwendungsfälle. Das fanden wir ganz interessant, weil das eine gewisse Nähe auch zur Natürlichkeit des Betons herstellen kann und auch eine gewisse Abstraktion mit sich bringt, ohne dass da irgendwie was farblich behandelt wäre oder so. Also wir haben die Platten in Bielefeld, wo die hergestellt werden, natürlich grenzbemustert. Das heißt, im Herstellungswerk wusste man, welche Platten nach Stuttgart gehen und welche für die sonstige Bauindustrie. Und die Platten sind lediglich mit mattem Wasserlack lackiert, damit sie eben nicht so schmutzanfällig sind. Und die Decken sind Abhangdecken, weil die gesamte Haustechnik läuft in den Fluren. Also die Räume sind alle mechanisch be- und entlüftet, wegen Passivhausstandard und eben niedrigen Primärenergiebedarf ist Fensterlüftung im Prinzip nicht gewünscht. Es ist auch so, wenn die Mitarbeiter das Bürofenster öffnen, geht die Heizung aus und die Lüftung aus. Also eigentlich ist es, aber das ist ja heutzutage Standard beim Passivhaus, dass das Haus, um Lüftungswärmeverluste im Winter zu vermeiden, mechanisch be- und entlüftet wird. Und die Decken sind auch aus der zementgebundenen Spanplatte, allerdings eben geschlitzt und auf der Unterseite, auf der Oberseite gelocht, mit einem Vlies kaschiert, aus akustischen Gründen. Also das ist im Prinzip der Absorber für die Flure, weil ansonsten wäre das viel zu hallig bei den großen Raumvoluminas. Und außerdem sind die natürlich abklappbar. Also es gibt alle 2 Meter eine Revisionsklappe. Wenn man jetzt eine Gipskartondecke hätte, dann würde die nur aus Revisionsklappen bestehen. Deswegen hat man halt eine modulare Decke gebraucht. Und so haben wir auf die Art durch die Schlitzung, konnten wir die abklappbaren Platten auch optisch kaschieren. So, das ist wiederum eine ähnliche Situation, rein geometrisch, wie das, was ich vorher schon gezeigt hatte, die sogenannte Park-Lounge, also die Ecke immer jeweils zum Park hin, wo die Segmente gestaffelt sind. An diesen Ecken befinden sich immer die Besprechungsräume. Also das heißt, es ist eigentlich immer der schönste Ort in jedem Geschoss, in jedem Segment, wo man in den Park schauen kann und auch entlang des Gebäudes schauen kann. Und wo auch die Räume verglast sind zur Erschließungszone. Also an der Stelle befindet sich dann auch immer die offene Treppe, die die Geschosse fußläufig verbindet. Und gegenüber der offenen Treppe befindet sich dann auch immer jeweils die Teeküche für die Geschosse und im Weiteren dann auch die Toiletten. Da gab es zum Beispiel auch bei der Abstimmung mit den Nutzern haben die sich lange Zeit total dagegen gewehrt, dass wir wertvolle Parkfläche für Besprechungsräume quasi missbrauchen. Wir sollten doch da 2 Büros draus machen.
Und es war dann wirklich sehr mühsam, die davon zu überzeugen, dass doch alle was davon haben, wenn der Besprechungsraum an der Ecke sitzt. Und außerdem die Offenheit an der Ecke auch für das Innere natürlich auch viel bringt. Also auch, eben auch für die, die an der Willy-Brandt-Straße ihr Büro haben. Inzwischen, es war relativ schnell dann schon nach Bezug, als dann die Bäume im Park Blätter bekommen haben, fanden einige ihr Büro auf der Parkseite dann doch nicht mehr so toll, weil es war halt total finster. Weil das sind halt riesige Laubbäume, die da im Park stehen und die verdunkeln die Büros extrem. Und die Büros an der Willy-Brandt-Straße, an der vielbefahrenen, die sind halt extrem hell. Also das hat sich jetzt tatsächlich, Gott sei Dank, ausgependelt. Also es gibt jetzt Leute, die lieber an der Willy-Brandt-Straße ihr Büro haben als auf der Parkseite. Von daher hat sich das durchaus bestätigt, dass man die Nutzung so verteilt. So, hier sieht man das, was ich vorher schon auch nochmal erläutert hatte, dass man, wenn man in den Besprechungsräumen sitzt, kann man immer entlang des Gebäudes schauen. Da sieht man auch, wie nah die Bäume stehen, also die Ulmen, die auch geschützt waren, also die mussten wir erhalten, was bautechnisch auch sehr aufwendig war, weil man teilweise nur knapp ein Gerüst stellen konnte. So, und es gibt auch noch weitere Besprechungsräume bzw. Schulungsräume, die im Gebäudeinneren liegen. Das sind aber nur für kurze Aufenthalte, sind aber natürlich auch mechanisch werden entlüftet. Das sind im Segment 3 die EDV-Schulungsräume. Im Segment 1, im Großen, gibt es dann nochmal größere Besprechungsräume, die eine Blickbeziehung immer jeweils in die Atrien haben. Das sind diese einläufigen Treppen, die immer jeweils oben ankommen, wo die Besprechungsräume sind. Das war eben auch wichtig, um auch die Atrien, die ja schon relativ kühl und nüchtern gestaltet sind, auch zu beleben. Und das ist natürlich auch ein Ort, wo Leute sich auch beiläufig mal treffen können und sich mal unterhalten können. Die Treppen wurden deswegen auch extra breiter gemacht, damit die Treppen einfach auch eine Qualität haben. Also, dass man auch bequem aneinander vorbeigehen kann, mal anhalten kann und sich da nicht quetschen muss. Das war damals dem obersten Bauherrn des Landes total wichtig, dem Herrn Knödler, dem Leiter der Bauverwaltung, der im Schloss sein Büro hat, also im neuen Schloss am Ende des Schlossgartens. Und da sind die Treppen ja alle ein bisschen größer und er meinte, die Treppen müssten da auch so groß sein wie im Schloss. Fand ich auch nicht schlecht. Hier befinden wir uns im Erdgeschoss. Das hatte ich noch gar nicht erläutert, dass der Boden der Atrien eben entsprechend dem Beton auch an den Wänden auch ein Betonboden ist, der aus derselben Mischung besteht wie die Wände und eben geschliffen ist. Und hier gibt es auch wieder umlaufend dann den Parkettboden. Aber das ist so wirklich so rausgeschält, dieser mineralische Kern, die starke Struktur, die dem Haus die Identität verleiht. Treppenhafen haben wir sie genannt, die Verkleidungen. Eben hier diagonal sieht man die Besprechungsräume an den Treppen, im Gegenüber immer die Teeküchen. So, und jetzt ein kurzer Eindruck von der Baustelle. Also man hat ja immer, es ist ja immer ein langer Weg von Planung, Abstimmung und dann irgendwann geht es ans Bauen, an die Umsetzung. Und man sieht jetzt zum Beispiel links das schmälste Atrium mit 3 Metern. 3 Meter, 2 Gerüste und dann sieht man den Abstand dazwischen. Also recht viel schmäler hätte es jetzt nicht sein dürfen. Und das rechte ist das größte Atrium, eben das Eingangsatrium. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Weiß nicht, ob Leute Kopfhörer aufhaben. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Das ist nämlich ein Baustellenfilmchen.
da sieht man, wie die Position eines Krans, und man hört das Sandstrahlen. Das ging, ich weiß gar nicht, es hat, glaube ich, insgesamt knapp ein halbes Jahr gedauert, diesen Beton zu strahlen. Hört man das, dass es laut ist? Hallo? Hört ihr das? Also ich höre nichts oder annähernd nichts, Thomas. Ja. Ja, also ich höre es nicht so stark. Am Anfang war es ganz kurz laut und dann war es wieder leise. Okay, also es ist extrem laut gewesen. Man konnte sich nicht unterhalten, wenn eben die Arbeiter mit dem Sandstrahlgerät in der Nähe waren. Und ich meine, die Flächen sind riesig, die gestrahlt wurden. Aber mir geht es auch noch um was anderes. Ich mache den Ton mal aus. Nämlich eben das mittlere Atrium, 5,35 Meter, da stand ein Kran drin. Und er zielt halt dadurch das Loch. Fand ich sehr beeindruckend damals. Und es hat natürlich reingeregnet, ist klar, war auch schön. So, auf dem Bild sieht man auch wieder eben das Tageslicht, das Atrium ist bläulich und eben die Flure sind in einem warmen Licht, im Kunstlicht. Aber was man eben auch sieht, ist die Oberfläche des Betons. Also eben, es ist eben jetzt rein von der Schalung her und auch sonst eben gar nicht der Anspruch an sich Beton gestellt worden, sondern wichtig war, dass der Beton eben gestrahlt wird und eben diese natürliche Oberfläche bekommt. Und er hat dadurch auch nochmal eine ganz andere physische Präsenz. Also ich glaube, das kann man auf dem Foto ganz gut erkennen. Also das ist halt eine sehr starke mineralischer Körper, der dem Haus auch die entsprechende Robustheit gibt. Aber eben auch in so einer Innenwelt, in so einer riesigen, eben die Leute, und dann ist man in einem Sicherheitsbereich, also ist eigentlich nicht so toll die Vorstellung, dass einfach natürliche Materialien und Farben vorhanden sind, das Tageslicht da ist, dass es räumliche Spannung gibt, ein räumliches Erlebnis auch gibt. Das war uns total wichtig, dass das nicht so künstliche Welt im Inneren ist, sondern eben den Bezug nach außen auch aufrechterhält und natürlich eben auch der Bezug nach außen über die Besprechungsräume in den Park, der Ausblick, der eben jedem zur Verfügung steht. Das ist das schmälste Atrium mit 3 Metern. Und das sind dann die Segmente 4 und 5, eben wo das Grundstück sehr schmal wird. Dort hat man tatsächlich auch mal eine Mittelflurerschließung. Und für ein Atrium hat es da auch nicht mehr gereicht, sondern da gibt's lediglich noch die Freitreppe. Die Besprechungsräume gibt es natürlich und gegenüber den Aufzug in dem Fall. Sonst an den anderen Stellen ist die Teeküche. Dort befindet sich die Teeküche dann links von den Aufzügen. Und eben auch mit dem Oberlicht natürlich. Die Büros nüchtern. Eben auch dunkler Nadelfilzboden, der farblich ganz ähnlich ist wie der Eichenboden in den Fluren. Die Einbauschränke sind auch, die Türen sind auch aus der zementgebundenen Spanplatte gemacht. Die Büros sehen natürlich nicht mehr so nüchtern aus, kann man sich vorstellen. Das waren halt die frisch eingerichteten Büros, ohne dass man das dann Nutzer eingezogen gewesen wäre. Hier in der Leitungsebene etwas größere Büros. Das ist vom Ministerialdirektor das Büro im Kopfbau mit Blick Richtung Bahnhof, Stuttgart 21. Das sind jetzt noch ein paar Fotos aus dem Kopfbau. Das sind die zwei Geschosse der Polizei des Landes Baden-Württemberg mit dem Lagezentrum, was sich im Inneren befindet, also unter den Terrassen, unter den begrünten Terrassen befindet sich das Lagezentrum, was zweigeschossig ist.
Wir haben eben eine interne Verbindung auch zu einer Holztreppe, haben auch einen Besprechungsraum an der Ecke. Und das ist die untere Ebene, auch die obere Ebene von der Polizei, aber die untere Ebene von dem begrünten Hof. Hier unten sieht, links sieht man die Abtreppung. Auf der oberen Ebene hat der Minister, der Innenminister, seine Terrasse. Hier nochmal kurz ein bisschen was zur Fassade. Also zum einen die Fenster. Die Fenster sind im Schnitt circa 9 Meter lang. Dahinter befinden sich natürlich jeweils mehrere Büros. Das war natürlich nur dadurch möglich, indem man die Fenster mit einer Prallscheibe zusammengefasst hat. Und die Proportion dieser Fenster soll natürlich die Grundproportion der Segmente auch so ein Stück weit wiederholen, also lange liegende Formate. Die Prallscheiben haben aber auch natürlich nicht nur eine gestalterische Funktion, sondern technisch die Funktion, erstmal an der Straße, an der Willy-Brandt-Straße, die Lärmbelastung abzumindern. Also die Scheibe bringt wohl ca. 5 dB Abminderung. Der wichtigste Aspekt ist allerdings der Sonnenschutz, der dadurch windgeschützt ist, weil er eben in dem Zwischenraum montiert ist. Und somit auch bei Wind und Sonne unten bleiben kann und natürlich auch nicht so verschmutzt, wenn er nicht wirklich der Witterung ausgesetzt ist. Hier wollte ich euch erläutern, wie wir zu dem opaken Fassadenmaterial kommen, also alles, was nicht Fenster ist. Es war eine lange Suche. Vor allem, weil ein robustes Material gewünscht wurde von Bauherrnseite, was abwaschbar ist. Da wäre jetzt Naturstein denkbar, Backstein denkbar. Aber das fanden wir alles nicht, vor allem nachdem das Hotel Meridian gegenüber ja auch schon aus Backstein ist, dann nochmal so ein Backsteinklotz, fanden wir irgendwie nicht so toll. Naturstein kam auch nicht in Frage, weil das für die Nutzung, für die Funktion vielleicht zu schwierig gewesen wäre, Innenministerium, Naturstein, also man denkt an so einiges. Also haben wir versucht, irgendwas Modernes, was vielschichtig in der Lesart sein kann, zu überlegen. Und sind auf die Idee gekommen, dass man mit Glasmosaik, Steingröße 25 mm, was werden könnte, und da war die Überlegung, dass man einerseits Glas verwenden möchte, weil Glas ein mineralisches Material ist. Wenn ich das sandstrahle oder ätze, also in dem Fall haben wir es geätzt, schwach geätzt, kommt auch der mineralische Charakter vom Glas auch stärker zum Vorschein. Und das Glasmosaik hat auf der Rückseite, also diese Form von Glasmosaik gibt ja unterschiedliche, aber dieses ist nicht durchgefärbt, sondern hat den Farbträger auf der Rückseite. Die Farbe ist aufemailliert. Und damit kann man mit so kleinen Farbpixeln natürlich Bilder erzeugen. Und dann war die Vorgehensweise so. Jeder kennt die Columba. Gut, ihr Studenten vielleicht nicht, aber ich nehme an, dann bald die Columba von Zumthor in Köln, was ja ein wunderschönes Gebäude ist und für die ist ja auch der Columba-Stein entwickelt worden mit der Firma Petersen in Dänemark. Das ist ein Format, was ist wohl, was die Römer verwendet haben, aber was lange Zeit eben nicht mehr verwendet wurde. Es ergibt ein wunderschönes Bild und wir haben einfach ein Foto von dem Columba-Stein, von dem Vermauerten genommen und haben das in Photoshop bearbeitet. Und in Photoshop gibt es die Möglichkeit, eben so ein Foto aufzurastern. Und mit diesem aufgerasterten Bild haben wir angefangen, eben das Bild in Glasmosaik neu zu kreieren, sage ich jetzt mal. Es war ein langer Weg, vor allem das dann auch wirklich umzusetzen, ist tatsächlich aufgrund der Farbigkeit der Steine gar nicht so einfach. Also das sind alles Entwurfsschritte, das Ergebnis hinzubekommen. Dann gab es für das Projekt ein sogenanntes Musterhaus, wo die wesentlichen
gestalterischen, baulichen Elemente simuliert wurden. Also unter anderem die Prallscheibe, die Büros, das sind zwei Büros dahinter, die Glasmosaikfassade, dann den Konferenzbereich, Foyerbereich. Da wurden eben alle Materialien, auch die Sandstrahlen des Betons, wurden dort geübt. Und hier sieht man schon, dass das im ersten Versuch nicht so gut wurde mit dem Glasmosaik. Wir haben weiter überlegt und mit Firmen, also der GU ist ja da nicht festgelegt, man kann mit den Firmen das weiter ausprobieren. Und es hat tatsächlich nur eine Firma geschafft, diese Farbnuancen herzustellen, die notwendig sind. Und das sieht man jetzt dann oben rechts, weil das eben sehr, sehr, sehr schwache Abstufungen von 9 verschiedenen Farben sind, die da verwendet wurden, um dieses Bild zu erzeugen und den Rapport dann hinzubekommen. Also der Rapport, den sieht man jetzt hier links. Eben es gibt diese Anzahl von, das ist jeweils eine Matte, auf die, das Glasmosaik kaschiert wird, auf Papier und dann verlegt wird. Und das sind die verschiedenen Matten, die verarbeitet wurden fürs ganze Haus. Und jeder Stein trägt eine Nummer. So wurden die Matten auch gesetzt in der Produktion. Also jeder, der eben Matten gelegt hat mit den Farben, hatte eben diese Vorlage. Und fürs ganze Haus haben wir die Position der Matten festgelegt. Also das heißt, wir konnten jeden einzelnen Stein identifizieren in der gesamten Fassade. Und anders geht es natürlich nicht, um dieses Bild zu erzeugen. Also was man hier oben sieht, man, dass man keinen Rapport sieht. Also man sieht natürlich die Wiederholung, aber die Stöße, wo die einzelnen Matten aneinander gelegt sind, sind eben nicht zu erkennen. Und das geht ums ganze Haus herum. Und auf diesem eben Grundraster von 25 mm ist natürlich die komplette Fassade aufgebaut. Hier sieht man das auch mal ein bisschen näher. Und wir haben auch noch eine Variante hinzugefügt bei der Farbgebung. Das ist nämlich die Fugenfarbe. Die Segmente haben unterschiedliche Fugenfarben, um die Tiefe der Rücksprache auch nochmal zu intensivieren. Also die weiter hinten liegenden Segmente haben dunklere Fugenfarben, die weiter vorne liegenden haben hellere Fugenfarben. Und so ergibt sich eben auch nochmal diese Tiefenstaffelung. So, hier nochmal Fotos von der Ulmenallee. Also da führt eben so ein Weg am Haus vorbei mit dem Kopfbau, mit dem Casino. Unten links ist die Visualisierung aus dem Wettbewerb. Nochmal bei Tag. Fotos vom Park. Also hier sieht man es vielleicht andeutungsweise, dass eben die tiefer liegenden und weiter vorne liegenden leicht differieren in der Farbigkeit. Und das liegt an der Fugenfarbe, der unterschiedlichen. Nun links sieht man auch wiederum die Visualisierung, die wir im Planungsprozess gemacht haben. So, das war jetzt das Ministerium. Jetzt komme ich zum Landtag. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Oh, muss ich mich beeilen. War schon 50 Minuten. Ja, Landtag Baden-Württemberg, das ist ein Steinwurf weit entfernt. Also das sind 500 Meter vielleicht vom Ministeriumsgebäude. Der Landtag Baden-Württemberg ist ein ganz besonderes Gebäude. Also erstmal wunderschön. Als ich das Innenministerium geplant und gebaut habe, bin ich ganz oft daran vorbeigelaufen und habe das immer wieder bestaunt, weil das so ein wirklich sehr, sehr schönes Gebäude ist und vor allem die Maßstäblichkeit so entzückend ist. Und wenn man bedenkt, dass das zwischen 59 und 61 gebaut wurde, als erster Parlamentsbau nach dem Krieg, ist es schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel in Bayern der Plenarsaal im Maximilianeum zu mehr oder weniger selben Zeit noch eher so wie das Hohe Gericht anmutet, mit so Eichenschnitzereien, also was eher so in die Vergangenheit gehört, ist das natürlich eine ganz deutliche
Statement eben in Richtung Demokratie und Völkerverständigung. Und es ist natürlich amerikanisches Vorbild. Im Grunde genommen ist es ein Ausschnitt aus dem Seagram Building von Mies van der Rohe in New York mit vielen Details, die da übernommen wurden. Aber das ist schon wirklich sehr besonders und deswegen steht es auch unter Denkmalschutz. Und wir sind auch froh, dass sich der Landtag Baden-Württemberg dazu durchgerungen hat, eben seine Nutzung, eben die Plenarnutzung und die Verwaltung des Landtags in diesem Gebäude zu belassen, obwohl das eigentlich, als es fertig war, war es schon zu klein. Aber sie haben sich dazu durchringen können, was eben im Sinne des Denkmalschutzes eben das Beste ist, was einem Gebäude passieren kann, dass es einfach seine Nutzung behält und nicht zum Museum wird. Aber es war erforderlich, wichtige Veränderungen vorzunehmen, nämlich den Plenarsaal mit Tageslicht zu versorgen, weil die armen Abgeordneten saßen 50 Jahre lang in einem Plenarsaal, der keinen Tageslichtbezug hatte. Sie saßen in einem Innenraum, künstlich beleuchtet, mechanisch be- und entlüftet. Eigentlich relativ gruselig. Also so sah er aus. Und da waren die Plenarsitzungen gehen in der Regel über 2 Tage. Da sitzen die dann 12 Stunden drin. Wissen nicht, ob es draußen hell oder dunkel ist, ob es schneit oder die Sonne scheint. Das war unser erster Vorschlag, orientiert an der Bestandsdecke, eine Lamellendecke mit sogenannten Lightpipes, die bis zur Dachdecke durchstoßen und das Tageslicht in den Raum lenken. Die Denkmalpflege und die Bauverwaltung war total begeistert. Die wollten, dass wir das so machen. Die Abgeordneten haben gesagt, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Man sieht überhaupt keinen Unterschied zu vorher. Wir wollen was ganz Modernes. Dann waren wir gezwungen, das zu überarbeiten. Und mit der Überarbeitung haben wir halt eine komplette Lichtdecke vorgeschlagen, aber nach demselben Licht-Tageslichtprinzip, nämlich mit Lightpipes, also mit Röhren, die eben durch die Dachdecke stoßen und das Tageslicht in die Zwischendecke lenken und auskoppeln und die Decke, die Zwischendecke hell machen und damit im Prinzip die satinierte Decke beleuchten mit Tageslicht. Und ansonsten war natürlich auch erforderlich, die Anordnung der Plätze neu zu machen und vor allem auch flexibel, sodass die zukünftig nicht mehr umbauen müssen, wie es bisher immer war, sondern die Plätze umstecken können. Und im Weiteren war auch gewünscht, einen Ausblick eben über diese Fensteröffnungen in das Foyer bzw. in den Schlossgarten zu haben, was tatsächlich das größte Problem war aus unserer Sicht und auch von der Denkmalpflege, weil dadurch eigentlich dieser hermetische Saal, diese Pralinenschachtel, die im Inneren des Hauses sich befindet und einfach so das Herz des Hauses ausmacht, eben geöffnet werden musste, was eigentlich das ursprüngliche schöne Konzept aufgeweicht hat. Die Lichtdecke selbst ist an sich fürs Gebäudekonzept nicht so das Problem. Hier sieht man im Schnitt, wie das grundsätzlich gedacht war. Also es gibt zylindrische Lightpipes, die oberhalb der Staubdecke aufhören, der satinierten, und das Licht einkoppeln in den Zwischenraum. Und dann gibt es kegelförmige, die bis zur Lichtdecke runterlaufen. Und an der Stelle ist die Decke auch klar, sodass man durch diese Öffnungen auch in den Himmel schauen kann. Weil das war auch gewünscht, der direkte Ausblick in den Himmel. Fassade, auch wichtiges Thema. Wir haben nichts gemacht an der Fassade und wollten auch nicht. Und die Denkmalpflege hätte es auch nicht erlaubt. Und da es auch eine energetische Sanierung sein sollte, war es natürlich total wichtig, einen außenliegenden Sonnenschutz für das Haus bei den großflächigen Verglasungen einzubauen. Aber außenliegender Sonnenschutz geht natürlich auch mit dem Denkmalschutz nicht einher. Deswegen war die einzige Lösung, eben auch hier eine Doppelfassade zu bauen, nämlich eine innenliegende,
Also hier sieht man so angedeutet, in weiteren Bildern sieht man das, eine innenliegende Isolierverglasung und die außenliegende Bestandsverglasung. Und die Bestandsverglasung ist hinterlüftet, sodass es dort nicht zu Schwitzwasser kommen kann. Also da haben wir quasi Außenklima hinter der eben sichtbaren Fassade und die thermische Hülle ist eben nach innen versetzt worden. So, das sind auch noch Bilder aus dem Wettbewerb, wie die Vorstellung des Dachs war. Das Dach ist halt ein sehr ruhiges, kupfergedecktes Dach gewesen. Muss ich mal gucken, nee, das sind jetzt nur die Wettbewerbsbilder. Und es war uns eben total wichtig, dass das Tageslichtkonzept eben diese ruhige Dachfläche, die man von überall in Stuttgart sieht, weil eben das liegt halt unten im Kessel, der Schlossgarten, im Schloss und im Landtag, und man kann von überall oben auf das Dach schauen. So, hier die Grundstruktur, wie ich schon versucht habe zu erläutern, also frei in dem großen Foyer sitzt der neuneckige Plenarsaal, der eben bauzeitlich komplett geschlossen war, nicht mal die Türen hatten Verglasungen oder dergleichen. Wir haben eben sowohl die Türen, die sind jetzt gläsern, als auch die Bereiche, die zu dem großen Foyer, was eine riesige Verglasung zum Schlossgarten hat, haben wir im Plenarsaal geöffnet. Ansonsten die Büros selbst, die wurden im Prinzip nach Nutzerabstimmung neu angeordnet. Die Trennwände wurden auch in Form von Systemtrennwänden neu gebaut. Allerdings so, dass man sie jetzt auch umstellen kann, weil nach jeder Landtagswahl werden vor allem die Büros der Fraktionen umgebaut. Und das war vorher halt immer sehr aufwendig. Und jetzt sind Systemtrennwände, die man einfach umstellen kann. Die Fassaden oder die Wände, die Oberflächen zu den Foyers sind denkmalgeschützt. Die haben wir nur restaurieren und aufarbeiten lassen. Ansonsten eben ist vieles von vom Innenleben neu gekommen. Also das war auch ein Kompromiss mit der Denkmalpflege. Das haben die Abgeordneten in der Landtag einfach vehement gefordert, dass sie das alles neu haben wollen. Aber wir haben uns da sehr stark am Original orientiert. Hier die Galerieebene des Plenarsaals für die Besucher. Sieht man auch die Oberlichter dezent angedeutet. Also was ich noch vergessen habe zu erwähnen, oberhalb des Plenarsaals befinden sich noch die Sitzungssäle über zwei Ebenen. Die sind eben zur Willy-Brandt-Straße ähnlich wie das Ministerium hin angeordnet. Und die hatten schon bauzeitlich eine Doppelfassade aus akustischen Gründen, also aus Lärmschutzgründen. Die haben wir allerdings dort gelassen und nur einen Sonnenschutz eingebaut. Ansonsten eben bei den Büros haben wir eben diese neue innere Ebene eingeführt. Das ist das Erdgeschoss, das Eingangsniveau mit dem großen Foyer mit der einläufigen Treppe, die eben hoch ins Foyer vor dem Plenarsaal führt, hier in dem unteren Bereich das Restaurant, was wir auch überarbeitet haben und eben auch ein paar Büros, die aber damals schon bauzeitlich, also ursprünglich nicht vorgesehen waren, aber sich eben im Zuge der Planung herausgestellt hat, dass die Büros nicht reichen. Dann hat man schon im Erdgeschoss auch Büros hinzugefügt. Hier auf der linken Seite ist auch eine Polizeidienststelle, die ständig belegt ist. Und hier auf der rechten Seite sind Büros für die Presse, die dann nur temporär belegt sind, wenn eben Plenarsitzungen sind. Und die sind auch Gläser, die Büros. Untergeschoss, vielleicht nicht so wichtig, mit riesiger Technikzentrale und unterirdisch. Unter der Rasenfläche ein Umluft, ein Rückkühlwerk mit zwei Gittern im Rasen, eben für die große Klimatechnik, die das Haus braucht, ist natürlich auch ein Rückkühler notwendig und den gab es vorher nicht. Und aufs Dach kann man den natürlich nicht stellen beim denkmalgeschützten Gebäude, also haben wir den unterirdisch angeordnet. So hatte ich eingangs schon erwähnt, das Dach vor der Sanierung, das Einzige, was man hier so gesehen hat, sind diese
Lichtkuppeln, wo man sich aber auch fragt, ob man da nicht was hätte Besseres finden können damals schon. Aber es ist halt wirklich eine sehr ruhige Kupferdachfläche. Und das ist der Zustand, bevor die Dachebene, die sichtbare, draufgekommen ist. Das sind die eingedichteten Oberlichter. Die großen, wo unten dran und drunter ein Kegel sitzt. Und die kleineren, also die haben einen Durchmesser von 1,60. Und die kleineren, wo unten drunter ein Zylinder sitzt mit 80 cm. Und die wurden, um eben dieses ruhige Bild zu erzeugen, in der bündig mit der Verglasungsebene mit einer Lochblechkonstruktion verkleidet, sodass es auch entwässerungstechnisch, also mit der Aufkantung 15 cm, funktioniert, aber vor allem natürlich gestalterisch. Also es gibt keinerlei Aufbauten auf dem Dach, nicht mal Außenluft ansaugen für die Haustechnik oder WC-Entlüftung und so weiter. Das ist alles integriert. Was auch bemerkenswert ist, wir haben die bauzeitliche Formglasdämmung, die in Teilen noch erhalten war, haben wir weiterverwendet. Also die war noch intakt mit 8 cm und haben die halt nur auf 20 cm ergänzt, aufgedoppelt und neu eingedichtet. Und jetzt ist es aber bautechnisch ein Flachdach und kein Kupferdach mehr wie ursprünglich, was eben auch immer zu Undichtigkeiten führte, weil das Gefälle einfach viel zu gering ist für ein Kupferdach, wenn hinterlüftet ist. Und so sieht eben das Dach nach der Sanierung aus. Also hier ist eine Klappe offen, die natürlich schließbar ist. Sieht man hier vielleicht. Also es ist tatsächlich eine komplett bündige Oberfläche. Aber da regnet es durch, wie gesagt, weil eben die Anschlüsse, die Dichtungsanschlüsse für die Oberlichter 15 cm hochgezogen werden müssen. Aber so haben wir eben eine ruhige Dachform erreicht. Im Hintergrund das neue Schloss. Hier ist von oben ein Blick rein in den Kegel und da kann man dann auch in den Plenarsaal schauen. Von unten nach oben natürlich in den Himmel. Hier sieht man eben, wie so Elemente, die offenbar sind, dann integriert wurden. Hier im Schnitt die Konstruktion, eben unten die 8 cm Bestandsformglas und dann 12 cm oder ich weiß gar nicht, ist zu klein, egal, auf jeden Fall aufgedoppelt mit neuem Formglas und dann zweifach abgedichtet mit einer aufgeständerten Konstruktion, wo dann ein Gitterrost aufliegt und auf statischen Gründen und auf dem Gitterrost dann das Lochblech. Auf sich gezeichnet. So, und das wichtigste und komplizierteste Element für uns in der Planung und auch in der Umsetzung ist natürlich die Lichtdecke. Also hier die Decke vor der Sanierung. Ist schon hart gewesen. Auch die Leuchtdichte natürlich von den Kunstlichtleuchten auch nicht so toll. Hier der Rohbauzustand mit den kreisrunden Löchern in der Betondecke. Ursprünglich wollten wir die eigentlich mal reinsägen lassen, eben auch im Sinne des Denkmalschutzes, den Bestand zu erhalten, aber das hat statisch nicht funktioniert. Das heißt, die Deckenfelder zwischen den Unterzügen haben wir rausgenommen und neu betoniert mit den runden Löchern. Aber die Unterzüge sind natürlich bauzeitlich vorhanden. Aber diese Unterzüge machen auch eben zusätzlich natürlich mehrere Probleme. Einmal lichttechnisch, die bringen natürlich Verschattung auf der Staubdecke. Und zum anderen ermöglichen sie die Revisionierbarkeit im Deckenhohlraum nicht. Weil man, es gibt zwar ein paar Durchbrüche, aber ich komme einfach nicht von einem Deckenfeld ins andere, um eben im Zwischenraum revisionieren zu können. So war klar, dass eigentlich die komplette Decke abklappbar sein muss aus Revisionsgründen, was sie auch ist. Hier sieht man die Montage der Kegel und Zylinder mit den Kunstlichtanordnungen, LED-Leisten. Wir haben es Lichtturbinen genannt. Es ist deswegen so angeordnet, damit man die maximale Zahl an Lichtrichtungen erzeugt
um die Schattenwirkung von den Abhängelementen zu reduzieren, beziehungsweise aufzuheben. Wenn man lineares Licht hätte, würde es wahnsinnige Schlagschatten geben von den ganzen Abhängungen auf der Decke und es würde ein viel zu unruhiges Bild ergeben. Diese Anordnung erzeugt wahnsinnig viele Lichtrichtungen, sodass sich die Schatten gegenseitig aufheben. Aber man sieht auch die Dimension natürlich dieser Elemente. Das ist die fertige Lichtdecke, ein Blick schräg in so einen Kegel rein. Also man sieht, dass man den Himmel sieht. Und hier sieht man die Befestigungspunkte mit Punkthaltern der Decke. Das Deckenmaterial ist PETG, das ist dasselbe Zeug, aus dem die Plastik-Cola-Flasche besteht. Es ist ein Material, was mit einer Beschichtung schwer entflammbar zu bekommen ist, also B1, und nicht brennend abtropfen. Das war die Voraussetzung, eben Kunststoffmaterial in einer Versammlungsstätte verwenden zu können. Und das ist das einzige Material, was das kann, mit einer entsprechenden Beschichtung. Und eben diese Elemente sind alle abklappbar. Also die sind auf der einen Seite mit Magneten gehalten, auf der anderen Seite haben sie Gelenke. Das zeige ich dann in Detailzeichnungen dann auch noch. Bei der Geometrie und Anmutung der Decke haben wir uns eigentlich die alte Holzdecke auch so ein Stück weit zum Vorbild genommen, um eben so eine gewisse Erinnerung an die alte Holzdecke auch herzustellen. Also diese Linien, die es da drauf gibt, die erinnern eben an die alten Bretter, die Bretterverschalung, die es da mal gab. Aber soll natürlich auch, soll man sagen, auch so eine gewisse Gliederung der Elemente auch zur Folge haben. Wenn jetzt diese Linien nicht drauf wären, dann wären halt diese Felder mit diesen Punkten zu grob. So sieht es dann im Raum aus. Dasselbe Material haben wir auch noch in den Wänden runtergezogen auf der Galerie. Um noch mehr Licht auch zu erhalten. Die sind auch hinterleuchtet, die Wände, weil das Deckenlicht alleine noch nicht uns ausreichend erschien, also auch vom Tageslichtplaner nicht als ausreichend, dass man so dieses Tageslichtgefühl hat. Also das ist halt so hell wie draußen, in Anführungszeichen. Also das ist wirklich eine sehr große Helligkeit. Und eben auch ein sehr vitales Tageslicht, was man erleben kann in dem Raum. Und dazu braucht man bei den Maßnahmen, weil wir ja nur eigentlich relativ kleine Löcher haben in der Decke, ist es erforderlich, eben auch noch die Wände zu hinterleuchten, beziehungsweise da kommt auch noch Tageslicht rein. Und ist natürlich auch gestalterisch auch der Versuch gewesen, wenn die Decke jetzt nur bis zur Wand läuft und dann ein anderes Ausbaumaterial kommt, würde das den Raum nicht so schließen können an dem Übergang Wanddecke. Das Wappen übrigens ist das, was auch schon im alten Saal hing. Also das haben wir ausbauen lassen, restaurieren lassen und dann wieder aufgehängt. Das ist das einzige alte, was in dem neuen Saal verwendet wurde. So, jetzt kommen noch ein paar Konstruktionszeichnungen. Also das ist natürlich nicht so ganz einfach gewesen, das zu planen, vor allem weil die Schnittstelle zwischen dem Loch in der Lichtdecke, wo ich ja ganz viele Parameter beachten muss, eben die Abhängung, die Position pro Platte und auch in der Linienstruktur ja im Rohbau schon zu definieren war, mit relativ wenig Toleranzen. Das war tatsächlich relativ knifflig. Das ist eine Untersicht des Deckenbildes und hier sieht man das Grundkonstruktionsprinzip. Inklusive Einbauten, die natürlich die Decke hat, wie zum Beispiel Rauchansaugsystem mit der Schlauchführung, die natürlich mit den Längen gebaut sein muss, dass man die auch mitklappen kann. Bei den Sprinklern ist es so, die sind fest fixiert und die bleiben stehen, wenn die Elemente geklappt wird. Hier sieht man den Klappradius.
von so einem Element und eben hier die Abhängekonstruktion mit den Stangen und den Punkthaltern. Hier so ein isometrisches Bild mit den verschiedenen Elementen. So, hier noch kurz ein Exkurs zur Tischkonstruktion, der Doppelbodenkonstruktion. Da es eine Versammlungsstätte ist, ist ja nur eine feste Bestuhlung möglich, weil feste Bestuhlung heißt, die muss entweder Kettenreihenverbinder bei losen Mobiliar und bei Einzelstühlen müssen die fest mit dem Boden verbunden sein, sodass, wenn jemand aufsteht, der Stuhl nicht umfallen kann, damit er nicht im Fluchtweg liegen kann und eben die Leute beim Flüchten behindern kann. Und das löst man standardmäßig, das ist mittlerweile in allen Plenarsälen so, mit Bodenführungsschienen, die in den Boden eingelassen werden. Der Boden hat dann einen Schlitz, wo dann der Stuhl hin und her fahren kann. Und hier in dem Konus sitzt die Stuhlsäule. Und dann im Weiteren ist es so, dass die Konditionierung mit Luft in dem Raum über die Tische erfolgt. Die Tischfronten sind gelocht. Das ist quasi ein Luftauslass und die Luft wird über den Doppelboden, also ohne eine Kanalführung im Doppelboden selbst, wird nicht angeschlossen, sondern die Luft wird über den Überdruck, der im Doppelboden vorhanden ist, in die Tische gedrückt und mit einer großen Oberfläche tritt die Luft aus, sodass es vor allem im Kühlfall nicht zu Zugerscheinungen kommt. Und diese Tische sind eben in einem modular, in einem System immer radial versetzbar. Also ich kann Tische rausnehmen und ein Blindfeld einbauen, wenn da ein Gang hin soll, und kann ihn dann an einer anderen Position wieder einbauen. Das ist eben nach allen Wahlen ist es erforderlich, dass da umgebaut wird. Ähnlich ist es auch auf der Regierungsbank. Das sind auch einzelne Elemente. Hier ist die Galerieebene. Auch dort ist es so, dass die Sitze Luftauslässe sind, auf der Rückseite eben perforiert. Der Boden ist auch ein Druckboden. Ja, ansonsten halt zusammenhängende Sitzreihen. Eben auch eine feste Bestuhlung, die da erforderlich ist. Und jetzt kommen noch ein paar Bilder, wo ich zeigen wollte, Fotos von vor der Sanierung, dann die Baustelle und dann nach der Sanierung. Also hier das Foyer vor dem Plenarsaal, der damals noch geschlossen war, die Treppenanlage, die Freitreppen, die aus dem Erdgeschoss hoch bis ins zweite Obergeschoss führt, das zweigeschossige Foyer zum mittleren Schlossgarten. So sah es aus, als vor allem die denkmalgeschützten Bauteile, also die ganzen Verkleidungen der Büroaußenwände und des Plenarsaals ausgebaut waren, die Glasbrüstungen geschützt. Die wurden in situ belassen, die Sichtbetonstützen wurden geschützt und die Haustechnik wurde komplett ausgebaut. Das, was man sieht, ist schon die neu installierte Entwässerung, die neue Dachentwässerung. So sieht es jetzt aus nach der Sanierung. Sieht so angedeutet die Fenster, die da entstanden sind. Ansonsten haben wir im Prinzip die Holzoberflächen aufgearbeitet. Die Decke ist komplett neu, natürlich mit den aktuellen Anforderungen brandschutztechnisch, lüftungstechnisch, klimatisch, also das sind Heizkühldecken, also gekühlt wird in erster Linie mit den Decken und natürlich auch geheizt im Winter und natürlich Akustikelemente, das sind gelockte Metalldecken. Hier die Treppe und der Plenarsaal vor der Sanierung und hier nach der Sanierung. Und das ist eben dieses problematische, aus unserer Sicht architektonisch problematische Öffnen des Plenarsaals, weil eben dadurch natürlich das Konzept verunklärt wurde. Aber das wollten die Abgeordneten unbedingt haben, dass sie da rausgucken können, beziehungsweise einfach ein Blickkontakt nach drinnen möglich ist. Das ist, weil die sitzen natürlich nicht immer da drin und wenn irgendwas Langweiliges gerade besprochen wird, dann
dann treiben die sich im Foyer rum und dann können die reinschauen, wann jetzt der nächste Punkt kommt und dann gehen sie wieder rein. Also das ist eigentlich in erster Linie ein funktionaler Aspekt. Hier von oben geschaut, von der Galerie im zweiten Obergeschoss, eben hier und hier fertig. Also Teppichboden ist auch komplett neu, der wurde auch für das Projekt entwickelt, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Musterung, die Farbstellung und so weiter haben wir mit dem Hersteller zusammen für das Projekt entwickelt. Und das ist ein Teppichfliesenboden. Also der besteht aus Teppichfliesen 50x50. Und das hat vor allem den Hintergrund, in diesem Foyer werden oft Veranstaltungen durchgeführt, wo auch Rotwein getrunken wird und Kaffee. Und früher war das immer so, dass die wahnsinnige Probleme hatten, einfach immer mit den Rotweinflecken. Und jetzt ist es so, dass diese Fliesen eben einzeln ausgetauscht werden können und auch das Muster ist so gemacht, dass das keine Rolle spielt, welche Fliese man nimmt, die passt immer. Bürospange vor der Sanierung, hier der Ausbau der denkmalgeschützten Außenwände und so nach der Sanierung. Büro links, da gibt es eine vom Licht her eine wesentliche Änderung. Also bauzeitlich war die Bürobeleuchtung in der Decke integriert, parallel zur Fassade und das haben wir abgeändert. Wir haben sie jetzt parallel zu den Wänden angeordnet, weil das einfach vom Raum her und auch von der Beleuchtung des Raums besser funktioniert. Ansonsten das Sideboard, was es ursprünglich schon gab, wobei keins mehr original war, die waren schon häufig umgebaut. Die haben wir nachgebaut, sage ich mal, und auch mit einem ganz wichtigen Detail, das in der Mitte ist, der Anschluss, da sind alle Anschlüsse für die Schreibtische drin, also Steckdosen, Datenanschlüsse und so weiter. Und das gab es bauzeitlich auch schon. Das ist eine Klappe, die man aufmachen kann und dann kann man da einstecken. So, was ich noch vergessen habe zu sagen, beim bauzeitlichen Büro gibt es eine Glasscheibe außen und hier gibt es zwei. Und die innere Glasscheibe sitzt eben vor der Stütze und die Profile sind durch die Trennwände abgedeckt. Und eben die Scheibe ist so groß wie das Büro, weswegen man die nicht jetzt im ersten Blick zumindest nicht sieht. Der Zwischenraum ist zugänglich, etwas kompliziert. Also die Scheibe endet auch mit der Oberkante des Sideboards. Und das Sideboard ist zweiteilig. Man sieht auch hier die Stütze, die man rausklappen kann, die man braucht, wenn man das Sideboard, das rechte, rauszieht, weil da dahinter ist ein Öffnungsflügel, um in den Fassadenzwischenraum zu kommen, um die Fenster putzen zu können im Zwischenraum, weil da drin herrscht Außenklima, weil die Bestandsfassade ist hinterlüftet jetzt. Hier der Blick in Richtung Foyer, also zur Eingangstür. Die Einbauschränke haben wir eben ähnlich dem ursprünglichen Bestand nachgebaut. Das sind Schiebetüren mit Ledergriffen, was ein sehr schönes Detail war. Hier noch mein möbliertes Büro bereits mit Blick auf die Oper. Also hier erkennt man das, glaube ich, schon so ein bisschen, die Profile der inneren Verglasung, die sind so dunkel, leicht erkennbar. Das ist das Eingangsfoyer vor der Sanierung. Das ist der Zwischenbauzustand, wo der komplette Lastpfad des Hauses umgeleitet werden musste, weil die Plenarsaalwand zum Foyer ist eine aussteifende, tragende Wand gewesen. Und als wir diese Löcher da reingeschnitten haben, musste der Lastpfad komplett umgeleitet werden. Und mit Hydraulikpressen wurde das Plenarsaalgeschoss nach oben gedrückt, bis runter in die Gründung.
Und als dann die Öffnungen neu betoniert waren und der Beton ausgehärtet war, hat man dann die Hydraulikpressen absenken, den Druck ablassen können. Und dann hat sich die Last den alten Weg wieder gesucht mit wenigen Rissen. Also der Lastpfad, es war auch wichtig für den Denkmalschutz, dass der Lastpfad erhalten bleibt. Sonst hätte man unter anderem den Denkmalschutz verloren, wenn die Umbaumaßnahmen zur Folge gehabt hätten, dass der Lastpfad abgeändert worden wäre. Und so sieht das Foyer jetzt aus, bei Kunstlicht. Alte Technikzentrale sah noch alles ganz gut aus, aber war auch schon knapp 40 Jahre alt, gut gepflegt. Nur eingeschossig. Darunter befindet sich so ein Kriechkeller und den haben wir rausgerissen. Also so sah es ohne Geräte aus und so ohne den Boden. Also das ist eine Halle mit 5,30 Meter Raumhöhe. Und so sieht die Technikzentrale jetzt aus. Also die ist wieder vollgebaut, was nicht anders zu erwarten war. Hier nochmal kurz das Restaurant, was wir auch neu gemacht haben. Auch da bestanden die Abgeordneten auf dieser Rundung. Wir hätten das gerne zurückgeführt auf die ursprüngliche Form. Das war natürlich orthogonal, weil diese runde Form hat eigentlich in einem quadratischen Grund das nicht so viel zu suchen, vor allem wenn das nur so ein angedeutetes Kreissegment ist. Aber da konnten wir uns nicht durchsetzen, leider. Also mussten wir diese runde Form neu bauen, haben allerdings versucht, im Eingangsbereich zumindest die runde Form nicht bis zum Boden zu ziehen, sondern das ist eben ab Baldachin, der die Rundung vervollständigt. Ansonsten ist der Tresen eben orthogonal da drin. Und ansonsten gibt es dann ein paar so Wellenlinien aus Vorhängen. War auch gewünscht, Raumteiler, weil wenn die Fraktionen da sitzen, die unterschiedlichen, und die sich unterhalten möchten, möchten die nicht den anderen Fraktionen zu nahe sitzen. Deswegen waren diese raumteilenden Elemente erforderlich, also die wir in Form von Fadenvorhängen gemacht haben. Die bringen aber eigentlich gar nichts, aber gut, war gewünscht, so Raumteiler. So, zum Abschluss noch ein paar Impressionen vom nach der Fertigstellung. Eben, was wirklich sehr beeindruckend schon immer war und auch wieder ist, ist einfach dieses Foyer im Obergeschoss, dieses zweigeschossige bei Nacht. Es wirkt halt unglaublich modern, offen, transparent, dieses Haus, und ist einfach zeitlos, muss man sagen. Also wenn man sieht, dass es zwischen 59 und 61 gebaut wurde, Hut ab. Das sind unterschiedliche Lichtstimmungen, Szenen, die wir eben bei der neuen Lichtinstallation mitgestaltet haben, mit den Lichtplanern zusammen. Hier die Eingangsseite mit den beleuchteten Büros. Und hier nochmal eine Ecke, wo man jetzt die verschiedenen Lichtstimmungen auch sieht, tagsüber. Blaue Stunde, da fängt es an, von innen zu leuchten, das Haus, was auch wirklich sehr schön ist. Und die Maximalbeleuchtung, wenn es dunkel ist. Und die Nachtbeleuchtung, wo das Haus nur noch von innen raus glimmt. So, das war's. Jetzt kann ich Ihnen trotzdem noch mal kurz, wie viel Uhr haben wir jetzt? 25. Wo das in Stuttgart liegt, wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Und vor allem das Verhältnis, also man sieht hier den Verlauf des Schlossgartens mit am Ende der Wilhelma, dem schönen Tiergarten von Stuttgart, parallel verlaufen die Gleistrassen, die ja in Teilen ja schon zurückgebaut wurden, auch schon neu gebaut wurden. So, und ich zoome jetzt mal näher rein. Hier unten das Schloss, neues Schloss. Den Platz davor, hier das Landtagsgebäude, die Oper, das Theater. Hier hinten
dieses Muckelchen, was 200 Meter lang ist, das Ministerium und hier dazwischen Stuttgart 21. Also als wir das Ministerium gebaut haben, war hier überall Schlossgarten. Und jetzt ist die Baustelle ist bis zum Ministerium rangerückt. Also das sind 200 Meter, das Ministerium. Und das ist die Baustelle Stuttgart 21, ohne dass man irgendwelche Tunnel sieht. Das ist schon, da wundert man sich nicht, dass das ein paar Euro mehr kostet. Hier eben der Landtag, der sanierte von oben. Die Willibahnstraße. So, jetzt wäre ich durch. Gibt es Fragen? Ja, Herr Schmidt, vielen Dank für den klasse Vortrag. Das ist für uns immer sehr schön zu sehen, wenn wir die Projekte sowohl aus entwurflicher als auch aus baukonstruktiver Sicht mal kennenlernen dürfen. Ich bin mir tatsächlich sicher, dass es ganz, ganz viele Fragen gibt. Trotzdem meinten Sie vorhin, dass Sie heute noch weiter müssen. Nee, ich muss nicht weit. Es sind 10 Meter. 10 Meter nur. Na, dann, genau, dann, also, da brauche ich nicht so lange. So, wie komme ich jetzt hier raus? Freigabe, unterbrechen. Okay. Wenn Sie noch Zeit haben für ein paar Fragen, dann bin ich mir sicher, gibt es noch ein paar. Ja. Ansonsten könnte der Noah auch noch mal das Wort übernehmen. Noah? Ja, gibt es noch Fragen? Also erstmal, wenn noch Fragen da sind und wir noch die Zeit haben. Ich glaube, es gab vorher vom Herrn Belenski noch eine kleine Frage. Sandstrahlen ist eine ziemliche Zumutung für die Ausführenden. Gab es da nichts anderes? Die steht dann noch im Raum. Also Säuren haben wir natürlich auch bemustert, aber das geht bei Wänden noch weniger. Also bei Wänden funktioniert das einfach nicht. Und das Sandstrahlen, also für die Ausführenden, klar, eine Zumutung. Also die haben einen Taucheranzug an, mit eben wie ein Tiefseetaucher mit einem Helm, der luftdicht ist und die werden mit Sauerstoff versorgt. Die kriegen ein paar Euro, weil es eine wirklich harte Arbeit ist, auch körperlich anstrengend. Aber ich meine, Sie kennen die deutschen Vorschriften, Gesundheitsvorschriften, also die sind schon gut geschützt. Ich meine, was noch extremer ist, ist der bewährungserhaltende Abbruch gewesen mit Hochdruckwasserstrahl im Landtag. Das ist noch viel brutaler. Also das ist auch noch viel lauter und viel gefährlicher vor allem. Also da ist es so, da braucht es auch wirklich eine Einhausung, weil derjenige, der die Lanze führt, das ist halt, also mit der Wasserlanze getroffen zu werden, das ist der sichere Tod. Weil das so ein hoher Druck ist, kann man sich ja vorstellen. Ich meine, der zerbricht Beton. Und also ja, die sind halt entsprechend ausgerüstet, die Leute, und müssen natürlich auch fachkundig sein, ausgebildet sein. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Darf ich meine Frage ein bisschen erläutern? Zunächst mal vielen Dank für die schönen Projekte und die gute Präsentation. Ich habe das auch mal machen lassen, das Sandstrahlen, Sie haben völlig recht, da sitzt einer im Taucheranzug da, ne? Schaltet an und dann ist ringsherum Nebel, der sieht nichts und er hält volles Rohr irgendwie auf die Wand. Also eine Alternative wäre für meine Begriffe Stocken der Wand, klassisch, ne? Gibt es auch Maschinen dafür. Ja. Zeigt auch das Korn, ist auch wunderschön. Und ich glaube, aber deutlich teurer. Ist so ein bisschen meine Meinung. Wenn man, ja, haben Sie völlig recht. Aber Stocken ist deutlich teurer, weil es halt viel länger dauert. Wenn man was baut, sollte man vielleicht ein bisschen auch an die Ausführenden denken, die das dann machen müssen. Ne? Ja, aber vorher weiß ich, weiß es nicht. Also es ist eine Abwägungssache, klar. Müssen Sie entscheiden. Das schaut sicher super aus, aber ich habe das mal gesehen und habe gesagt, das mache ich bestimmt nie mehr. Ja, ich habe da auch so meine Zweifel im Nachhinein, aber mit dem GU war das eh relativ unkritisch. Also der GU hat das einfach gemacht. Ich meine, der hat, muss man dazu sagen, also die BAM war das ja, BAM Deutschland, die haben eine sehr gute Baufirma aus Rumänien als Subunternehmer.
Und also wirklich der Rohbau war spitze, auch terminlich hervorragend. Und die haben das, also ich sage es Ihnen, wie es ist, die waren da auch stolz drauf, auf das Ergebnis, alle. Also wir haben auch mit den Rumänen zusammen viel trinken müssen, weil sie stolz waren. Nein, wirklich. Also die haben ja das Ministerium, Innenministerium Baden-Württemberg gebaut. Ist so. Also, aber Sie haben natürlich recht, es ist schon eine Knochenarbeit, keine Frage. Und Stocken, also bei kleineren Flächen, auf jeden Fall ist Stocken eine super Möglichkeit, keine Frage. Ich hätte noch eine Frage. Auch nochmal danke für den Vortrag. Ich bin hier im Hause der Gebäudetechniker. Ich bin ja mal froh, dass ein Architekt freiwillig eine Technikzentrale zeigt. Also auch die Bilder zur Lichttechnik und so weiter waren sehr, sehr schön für mich. Sie hatten aber angedeutet, dass das das letzte Mal war, dass das Land Baden-Württemberg mit einem GU baut. Genau. Kann man da noch irgendwas dazu sagen, was da unter Umständen der Grund war? Ja, es gibt den einen Grund, Lobbyarbeit von Seiten, auch ganz konkret, auch unter Umständen der BAM, die da so einen Fuß in der Tür hatten in der Bauverwaltung. Und also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das war schon Lobbyarbeit. Die wollten das Projekt haben. Und derjenige, der das entschieden hat, der konnte sowas auch durchaus entscheiden. Und so wurde es ein GU-Verfahren. Zufälligerweise wurde es genau derjenige, der die Lobbyarbeit auch betrieben hat. Aber das ist nicht im Sinne der Förderung des Mittelstandes, weil ein GU ist einfach nicht Mittelstand. Und die BAM Deutschland gehört einer holländischen Bank und das Land Baden-Württemberg hat auch noch finanziell ordentlich bluten müssen in dem Rechtsstreit, der natürlich dann auch kam. Und die sind auch so aufgestellt, dass die gerade einen Bauherrn, der überhaupt nicht so aufgestellt ist, um auf Augenhöhe mit so einem GU, mit deren Claim-Management agieren zu können, also das ist eine Gelddruckmaschine. Und die haben wir als Landtag halt erkannt, also die Bauverwaltung Baden-Württembergs hat sich bei der Landtagssanierung gezeigt, haben wirklich zum Teil ganz hervorragende Leute, also wirklich toll. Die Zusammenarbeit beim Landtag war hervorragend mit der Bauverwaltung, also bis ganz oben auch, auch mit der politischen Ebene. Die sind halt klassisch aufgestellt, also nach Einzelgewerken, die kennen ihre Firmen, gerade regional in Stuttgart, Bauverwaltung, das Bauamt Stuttgart. Das ist top, aber der GU ist einfach was anderes. Also und da sind die nicht aufgestellt für sowas. Und der GU, der reibt sich nur die Hände. Und das haben die halt verstanden und erkannt, dass es das nicht sein kann. Und vor allem mussten sie auch, also gerade der Landtag war, muss man auch sagen, ein Leuchtturmprojekt für die Bauverwaltung, weil es einfach in 3 Jahren Planungs- und Bauzeit realisiert wurde, der politisch gesetzte Termin, die konstituierende Sitzung nach der Wahl 2016 im neuen Plenarsaal, es kann kommen, was will, es muss fertig sein, ist eingehalten worden, der Kostenrahmen wurde eingehalten. Und das ist eben unter anderem der Bauverwaltung zu verdanken. Einfach, die haben das super gemacht. Und dann war das Thema auch für zumindest für längere Zeit jetzt, soweit ich es auch mitbekomme, also ich kenne die Leute alle noch gut, habe auch Kontakt, das war total wichtig, das Projekt, weil die Bauverwaltung war halt in Verruf, alles dauert länger, wird teurer, gibt nur Probleme und dann hat man gedacht, der GU ist das Zauberwort, der GU, der macht's und dann ist das genaue Gegenteil eingetreten und die haben gemerkt, das ist es nicht. Und deswegen hat man dann nach der Wahl 2016, wo dann Schwarz-Grün koaliert hat, im Koalitionsvertrag vereinbart worden, dass das Land Baden-Württemberg Bauprojekte nicht mehr an GUs vergibt. Herzlichen Dank. Gerne.
Ich hatte auch eine Frage. Entschuldigung. Sorry. Bei uns sieht es aber super aus. Bei mir sieht es auch gleich so aus. Super. Danke. Und zwar komme ich ursprünglich aus Augsburg und Sie haben da ja in der Maxstraße auch ein Gebäude gemacht. Und es würde mich einfach total interessieren, was da so Ihr Gedankengang dazu war, weil das Augsburg? Ist ja schon eine, ja, in der Maxstraße. Evangelische Kirche. Ja, genau. Ja, also wieso Gedankengang? Naja, also ich meine, das ist ja schon ein relativ wichtiges Gebäude so in der Stadt und deswegen würde mich einfach mal interessieren, was Sie sich dabei so gedacht haben, mal kurz gefasst. Ja, das Wichtigste war natürlich in der Altstadt an so einer bedeutenden Stelle, also mit Blickbeziehungen zu wichtigen Kirchen, einen Neubau zu entwerfen, der halt sich einfügt in die Umgebung. Und ich glaube, das schafft das Gebäude ganz gut. Also wenn man von Weitem drauf schaut, fällt einem das nicht auf den ersten Blick ins Auge, sondern das, also aus meiner Sicht, wobei ich mit dem Projekt jetzt selber gar nichts zu tun hatte, aber soweit ich das erkenne und trotzdem sind, aber auch Elemente enthalten, die vor allem den Innenhof mit dem Außenraum verschmelzen lassen, aber auch die halböffentliche Nutzung auch modern zu präsentieren, das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung erreicht worden mit dem Ensemble. Okay, danke schön. Ja. Dann würde ich jetzt in Anbetracht der Zeit noch die drei Dienstagsreihenfragen stellen, bevor wir dich entlassen. Und die erste Frage ist, warum hast du Architektur studiert? Also hat zwei Gründe. Einerseits war der Wunsch oder die Vorstellung, Medizin zu studieren, nicht stark genug, weil das ist das, was ich auch gerne gemacht hätte. Und der Hauptgrund ist aber, dass ich als Schüler beim Fliesenleger immer Fernarbeit gemacht habe. Der hat gut bezahlt. Und ich hab ohne Witz damals schon mir gedacht, kam ab und zu Architekten, dann dachte ich mir, furchtbar, das kann ich besser. Und, also das schaut einfach nicht gut aus, das muss man doch besser hinkriegen. Und ich musste vom Chef aus, vom Meister, immer die Pläne lesen, weil die Gesellen immer so viel falsch gebaut haben, weil sie die Pläne nicht lesen konnten. Weil ich war ja der Student, also zwar Gymnasiast, aber der Student, du schaust dir die Pläne an und sagst denen, wie sie es machen sollen. Und das hat mir Spaß gemacht. Also so bin ich quasi über den Ferienjob einfach wirklich eins zu eins in die Realität vorgedrungen und habe halt, eben mir hat es Spaß gemacht, auf den Baustellen mir das anzuschauen, da mitzuarbeiten und auch das Wachsen zu sehen und auch zu sagen, ne, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Der Standardbuch des Architekten, das hätte ich anders gemacht. Habe ich damals schon immer auf den Lippen gehabt. Ja, dann die zweite Frage wäre, was ist das wichtigste Werkzeug des Architekten? Oh. Schwierige Frage. Also früher hätte ich gesagt, natürlich die Mainline, Reißschiene und der Bleistift, beziehungsweise der Rapidograph. Aber davon habt ihr ja mal gehört, dass es sowas früher mal gab, also vor zig Generationen habt ihr ja nicht mehr benutzt und heute wichtigstes Werkzeug des Architekten. Es sind so viele, die wichtig sind. Also ich kann nur sagen, das ist eine gute Frage, weil Das handwerkliche Werkzeug, so wie es früher gab, gibt es nicht mehr. Außer wenn man sagt, die Maus, die Tastatur, der Bildschirm, die CAD-Software wäre das Werkzeug, also sprich die CAD-Software, hätte ich jetzt mal gesagt, könnte dann im übertragenen Sinne das Werkzeug sein. Eröffnet ja auch unglaublich viele Möglichkeiten, die ja bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind, aber die ganze Arbeit verändert sich natürlich dadurch auch. Ja, dann würde ich sagen, die CAD-Software. Das wichtigste Werkzeug. Okay, und die dritte und letzte Frage ist, beschreibe Architektur in drei Worten.
Liebe, Herz, Verstand. Ja, das sind doch schöne abschließende Worte zur Architektur und zu deinem Vortrag. Und dann danke ich dir ganz herzlich im Namen der Dienstagsreihe von uns allen und im Namen aller Studierenden und Gäste, die dabei sind, für deinen tollen Vortrag und die Zeit, die du genommen hast, sogar länger als veranschlagt und dann entlasse ich dich jetzt. Im Bereich.